Die Geschichte der Erde beginnt vor 4,6 Milliarden Jahren. Damals war alles anders, als wir es heute kennen. Am Anfang schien die Erde fremd und unbekannt. Und doch wird sie so einladend sein, dass sich Leben entwickeln und Menschen dauerhaft auf ihr siedeln können. Wie wurde die Welt um uns herum geformt? Wie hat sie sich zu der Erde entwickelt, wie wir sie heute kennen? Lieber Reisender, herzlich willkommen! In 4 Videos begeben wir uns auf eine außergewöhnliche Reise, auf der wir die Geschichte der Erde seit ihrer Entstehung zurückverfolgen, um in das Herz unseres Planeten zu Beginn seiner Entstehung und während seiner Entwicklung einzutauchen. Heute beginnen wir das 2. Kapitel. Zuvor haben wir das Abenteuer der Erde von ihrer Entstehung bis vor 3 Milliarden Jahren erzählt. Sie werden diese Reise bis vor 485 Millionen Jahren fortsetzen. Jeder Planet hat eine Geschichte. Dies ist die Geschichte der Erde. Aber bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Vielen Dank und gute Reise! Die Pongola-Vergletscherung ist die erste Eiszeit in der Erdgeschichte, die vor 2,9 Milliarden Jahren begann. Eine Eiszeit ist durch das Vorhandensein mindestens eines Eisschildes gekennzeichnet und geht mit einer erheblichen Absenkung des durchschnittlichen globalen Meeresspiegels einher. Ein Eisschild ist eine kontinentale Eiskappe, die durch Schneefall gebildet wird und mindestens 50.000 Quadratkilometer und eine maximale Dicke von einigen Kilometern aufweist. Eiszeiten sind mit der Plattentektonik verbunden. Wenn ein oder mehrere Kontinente in eine polare Lage driften, sammelt sich im Sommer Schnee an. Die Orogenese, das heißt die Bildung von Reliefs, begünstigt das Auftreten neuer zerklüfteter Gesteine in der freien Natur, die zu starken Veränderungen und folglich zu einem großen Verbrauch von CO2 in der Atmosphäre führen können, was zu einer Verringerung des Treibhauseffekts und der Temperatur an der Oberfläche des Planeten führt. Die Erhöhung der Albedo oder des Reflexionsvermögens der Erde führt zu einem unkontrollierten Phänomen der Vergletscherung. Und wenn die Hälfte der Erdoberfläche erst einmal weiß und gefroren ist, kann nichts mehr gegen ein totales Einfrieren helfen. Dieses Phänomen führt dazu, dass die Erde wie ein Schneeball aussieht. Vor 2,7 Milliarden Jahren beginnt die Bildung eines neuen Superkontinents, Kenorland. Er umfasst die zukünftigen Teile von Laurentia, Baltica, Westaustralien und der Kalahari. Einige Millionen Jahre zuvor beginnen magmatische Ausbrüche unter dem Ozean, die ihren Höhepunkt mit einem Ausbruch von Komatiiten erreichen. Vulkanbögen werden von einem Aufsteigen von Gesteinen aus dem Erdmantel begleitet, gefolgt von orogener Deformation, dem Einbau von Granitoiden, der Stabilisierung der Lithosphäre und schließlich der Kollision mit anderen Kratonen. Durch die Kumulierung all dieser Phänomene nimmt der Superkontinent Kenorland über dem Meeresspiegel Gestalt an. Vor 2,5 Milliarden Jahren wird das Phänomen der Plattentektonik einen Wendepunkt in der Geschichte der Erdgeologie einleiten. Bis dahin gab es 2 Arten von Plattenbewegungen: horizontale und vertikale. Letztere wird durch die Sackduktion erklärt, ein geologisches Phänomen, das auftritt, wenn Gesteine unterschiedliche Dichten aufweisen. Eine massive Einheit, wie zum Beispiel ultrabasische Laven vom Typ Komatiit, liegt auf einer weniger dichten Einheit, wie zum Beispiel der Kruste,
und sinkt buchstäblich in letztere ein, was eine dem Diapirismus entgegengesetzte Bewegung zur Folge hat. Infolgedessen bewegt sich das weniger dichte Gestein an den Seiten des umgekehrten Diapirs nach oben. Durch die Sackduktion entstehen in der Mitte der Platte Vertiefungen, die zur Anhäufung von Sedimentablagerungen beitragen. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich die Zusammensetzung des Erdmantels und die Bildung von Komatiiten verlangsamt sich. Da die Dichte der Basaltmassen zu gering ist, um eine Sackduktion auszulösen, endet die vertikale Tektonik und nur die horizontale Tektonik wird bis in unsere Zeit fortbestehen. Auf der Erde herrscht eine schwere und atemlose Atmosphäre. Der Planet befindet sich in einer Übergangsphase, in der die Methan produzierenden Mikroorganismen photosynthetischen Organismen weichen und Sauerstoff in großen Mengen freisetzen. Die Erde sieht aus wie der Saturnmond Titan unter einem dichten, orangefarbenen Nebel. Durch die intensive Aktivität der Cyanobakterien wird eine große Menge Sauerstoff an das Meerwasser abgegeben, der dann in die Atmosphäre gelangt. Die chemische Entwicklung dieser Atmosphäre ist sicherlich ein wichtiges Ereignis, aber die darauf folgende ökologische Krise ist für die Geschichte der Erde prägend. Die große Oxidation ist vergleichbar mit einem Massenaussterben, bei dem die meisten der damals existierenden Organismen, für die Sauerstoff damals giftig war, ausstarben. Lebewesen bauen Strukturen auf, die auf Kohlenstoff oder auf Kohlenstoffverbindungen mit einer Stickstoffgruppe basieren. In beiden Fällen handelt es sich um Ansammlungen von Kohlenstoffatomen. Organismen, die zur Sauerstoffanreicherung beitragen, beziehen ihren Kohlenstoff aus den CO2-Molekülen der Atmosphäre und ihre Energie aus dem Sonnenlicht. Wenn eine Reaktion zur Fixierung eines Kohlenstoffatoms stattfindet, wird ein Molekül Dioxygen freigesetzt. Für Cyanobakterien ist Sauerstoff also nur ein giftiges Abfallprodukt. Cyanobakterien geben durch die Photosynthese eine große Menge Sauerstoff an ihre Umgebung ab, der dann in die Atmosphäre gelangt. Der Sauerstoff reagiert zunächst mit den an der Oberfläche vorhandenen Verbindungen wie Methan, Salz und Eisenmineralien. Da diese gesättigt sind, beginnt er sich in der Atmosphäre anzusammeln. Der so freigesetzte Sauerstoff ist ein Gift für die zu diesem Zeitpunkt lebenden Organismen, da es sich um anaerobe Organismen handelt. Viele der auf der Erde existierenden Organismen werden getötet. Die Überlebenden entwickeln in einer ersten Phase Mechanismen, um sich vor dem Sauerstoff zu schützen. Dann, in einem zweiten Schritt, entwickeln sich die Organismen zu aeroben Organismen. Heute sind sie in der Überzahl, da Sauerstoff unentbehrlich geworden ist. Der Anstieg der Sauerstoffkonzentration bietet eine neue Chance für die biologische Diversifizierung und Veränderungen der chemischen Wechselwirkungen von Gestein, Sand, Ton und anderen geologischen Substraten. Ohne die breite Verfügbarkeit von Sauerstoff war das Leben früher begrenzt. Die für lebende Organismen verfügbare Energie nimmt nun zu. Bereits vor minus 2,4 Milliarden Jahren tritt die Erde in eine der längsten Eiszeiten ihrer Geschichte ein. Die huronische Vereisung verdankt ihren Namen den Sedimentformationen glazialen Ursprungs, die in Nordamerika in der Region des Huronsees gefunden wurden. Die gesamte Oberfläche der Erde ist mit Eis bedeckt. Diese plötzliche Veränderung des Klimas auf dem Planeten ist eng mit der Entwicklung der Zusammensetzung der Atmosphäre verbunden, die zu dieser Zeit stattfand. Mit dem Auftreten von Leben und den Prozessen der Photosynthese setzen prokaryotische Bakterien Sauerstoff in großen Mengen frei.
Dieser Sauerstoff ist in der Lage, das Methan in der Atmosphäre zu oxidieren, wodurch seine Konzentration sinkt. Da Methan ein starkes Treibhausgas ist, führt sein Rückgang zu einem Temperaturrückgang. Gleichzeitig wird das CO2 in den sich bildenden Kalksteinen eingeschlossen und sein Anteil in der Atmosphäre sinkt. Der Rückgang der Treibhausgase führt zu einer globalen Abkühlung, gefolgt von einer Reihe von Eiszeiten. Vor 2,4 Milliarden Jahren ist die Sonne 20% weniger stark als heute, was zu einem starken Temperaturrückgang beiträgt. Sie beträgt bis zu minus 50 Grad Celsius für mehrere 10.000 Jahre. Das Wasser ist gefroren. Die Albedo nimmt zu, da die eisigen weißen Flächen viel mehr reflektieren. Die Abkühlung und das Gefrieren nehmen zu. Im Herzen der Erde ist die Aktivität in vollem Gange. Die Vulkane stoßen CO2 aus, das unter dem Eis gespeichert ist. Bei der geringsten Gelegenheit wird es in die Atmosphäre freigesetzt, wodurch der Treibhauseffekt schlagartig verstärkt wird. Daraufhin steigen die Temperaturen an der Erdoberfläche an. Eine Deglazialisierung dauert einige 10.000 Jahre. Im Laufe von 300 Millionen Jahren werden sich die Prozesse der Vergletscherung und der Entgletscherung viermal wiederholen. Durch den Vulkanismus wird weiterhin Kohlendioxid in erheblichen Mengen produziert, das sich langsam in der Atmosphäre anreichert. Der Treibhauseffekt reicht aus, um den Planeten zu erwärmen und das Eis zu schmelzen. Die Abnahme der Albedo beschleunigt den Prozess, der zu einem abrupten Übergang von einer Eiszeit zu einem tropischen Klima führt. Am Ende dieser huronischen Eiszeit löst der Rückzug der Gletscher eine massive Erosion aus, die die Silikate auflöst, das überschüssige CO2 absorbiert und in Form von Silikaten in die Ozeane abgibt. Die Kontinente werden entleert, aber der Rückgang des CO2 schwächt den Treibhauseffekt ab und ermöglicht eine Rückkehr zu gemäßigteren Temperaturen. Das Phänomen der Erosion führt dazu, dass die kontinentale Kruste auf den Nullpunkt zurückkehrt. Alles, was sich über dem Meeresspiegel befindet, wird erodiert und das Schwemmland lagert sich an der Meeresumwelt ab und trägt zu den Sedimentablagerungen bei. Umgekehrt setzt sich alles, was unterhalb des Meeresspiegels liegt, allmählich ab, bis es sich wieder erhebt. Infolge der Anhäufung von Kratonen über immer größeren Landmassen werden die Ozeane tiefer. In den Urmeeren liegt Eisen in Form von Eisen-2-Ionen in löslicher Form vor und hat eine grüne Farbe. Mit dem Auftreten der ersten Organismen, der Photosynthese und der Produktion von Sauerstoff ändert sich die Zusammensetzung des Ozeans und damit auch die Form des ozeanischen Eisens. Eisen 2 oxidiert zu rotem Eisen. In dieser Form ist das Eisen nicht mehr wasserlöslich. Es fällt aus und sinkt auf den Grund der Ozeane, wo es sich in Form von Sedimenten ansammelt, bis es zu Gestein wird. Während der Eiszeiten, die für die Entwicklung der Organismen nicht sehr günstig sind, verlangsamt sich die Sauerstoffproduktion oder kommt sogar ganz zum Erliegen. Das Gestein ist dann mit einer weniger roten, eher grauen oder grünlichen, bandförmigen Schicht überzogen. Da das Eisen nun ausgefallen ist, stört es das Meer nicht, das viel klarer wird. Das Sonnenlicht dringt intensiver ein und die Photosynthese findet in größerer Tiefe statt. Organismen eines neuen Typs tauchen auf. Kokoide Bakterien in Form von Kugeln, die von einer Schale umgeben sind, eine Art von Plankton, das von der Photosynthese lebt und Phytoplankton genannt wird. Diese Art von Plankton, die von einem gemäßigten Klima profitiert,
entwickelt sich in aller Ruhe und ist autotroph gegenüber Kohlenstoff. Es gewinnt seine Energie durch Photosynthese. Es ist zu klein, um mit bloßem Auge sichtbar zu sein, kann aber auf der Wasseroberfläche als farbige Fläche erscheinen, wenn seine Organismen in ausreichender Menge vorhanden sind. Phytoplankton ist ein Primärproduzent, da seine Funktion darin besteht, anorganische Stoffe wie CO2, Mineralsalze, Licht oder Wasser in organische Stoffe umzuwandeln, die von anderen lebenden Organismen genutzt werden. Unter dem Einfluss der Plattentektonik nimmt ein Superkontinent vor 2,2 Milliarden Jahren langsam Gestalt an. Kolumbien, auch bekannt als Nuna. Dieser Superkontinent wurde während einer langen Periode der Orogenese und Kollisionen über 4 Millionen Jahre hinweg zusammengeschweißt. Er umfasst den größten Teil der Landmassen der Erde und seine Ausdehnung wird auf 12.900 Kilometer von Norden nach Süden und 4.800 Kilometer an seiner breitesten Stelle geschätzt. Bis vor 1,8 Milliarden Jahren bewegten sich die Kontinentalblöcke, bis sie ihre endgültige Position erreichten. Die Ostküste Indiens ist mit der Westküste Nordamerikas verbunden. Südaustralien ist mit dem westlichen Kanada verschweißt. Die kratonischen Blöcke Südamerikas und Westafrikas werden zuerst während der transamazonischen und der eburnischen Orogenese verschweißt. 2 Millionen Jahre später stießen die Blöcke Kapwal und Simbabwe entlang des Limpopo-Gürtels zusammen. 1 Million Jahre später erfolgte der endgültige Zusammenschluss. Die nordamerikanischen Kratone verschmelzen. Die Kola-, Karelien-, Wolgo-, Uralia- und Sarmatia-Kratone verbinden sich zu Baltika, einem Paläokontinent. Die Anaba- und Aldan-Kratone verbinden sich, die nord- und südindischen Blöcke verbinden sich und schließlich verschweißen sich die Ost- und Westblöcke des China-Kratons. Kolumbien bleibt ein Superkontinent, bis er vor 1,6 Milliarden Jahren zu zerbrechen beginnt. Der nun verfügbare Sauerstoff wird zu einer neuen Energiequelle, die viel effizienter ist als die Gärung. Die Welt der Lebewesen entwickelt sich weiter und wird immer komplexer. Die Bakterien lernen, dieses Element zu nutzen und die Atmung entsteht. Sauerstoff ist besonders reaktionsfreudig und ermöglicht einen besseren Katabolismus als unter anaeroben Bedingungen. Entstehen in diesem Moment Zellen mit einem Zellkern? Diese Frage wird noch immer kontrovers diskutiert. Das älteste Mikrofossil, das unbestreitbar eukaryotisch ist, wird auf 1,45 Milliarden Jahre datiert. Jüngste Entdeckungen haben jedoch Spuren von mehrzelligem Leben aufgedeckt, die auf 2,1 Milliarden Jahre zurückgehen würden. Diese Entdeckung ist nicht widerlegt worden, aber einige Wissenschaftler bestreiten ihre Interpretation. Wir werden ihr Auftreten hier in unserer Chronologie einordnen. Die Entwicklung neuer Zellformen der eukaryotischen Zellen ist immer weiter verbreitet. Der Begriff Eukaryoten umfasst alle ein- oder mehrzelligen Organismen, die einen Zellkern und Organellen wie ein endoplasmatisches Retikulum, Plastiden oder Mitochondrien besitzen. Das Ganze ist durch Membranen abgegrenzt. Im Gegensatz dazu fehlen den prokaryotischen Zellen diese Bestandteile. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Eukaryoten und Prokaryoten ist die Struktur ihrer DNA-Stränge. Das genetische Material von Eukaryoten befindet sich im Zellkern in Form von linearen Strängen, die bei der Zellteilung zusammengedrückt werden, die Chromosomen. Prokaryotische Zellen hingegen haben nur ein einziges zirkuläres Chromosom, das eine Schleife bildet. Eukaryotische Zellen sind größer, im Durchschnitt 1000 Mal größer. Die ersten fossilen Spuren sind Akritarchen,
kugelförmige organische Bläschen von 20 bis 100 Mikrometern Größe. Diese Eukaryoten sind mit Sicherheit aus Bakterien und Archaeen hervorgegangen, aber der Prozess, der zu dieser Entwicklung führte, ist immer noch ein Rätsel. Biologen gehen davon aus, dass die Zellkompartimentierung durch Einfang- und Fusionsmechanismen zwischen Prokaryoten entstanden ist und zur Bildung einer eukaryotischen Zelle geführt hat. Aus diesem Grund sind eukaryotische Zellen größer als Bakterien. Im Jahr 2008 wurde in Gabun, in der Nähe von Franceville, eine Fülle von zentimetergroßen Fossilien gefunden, die mehrzelligen eukaryotischen Organismen ähneln, während die Wissenschaft davon ausging, dass diese Form des Lebens erst viel später entstanden ist. Schwarze Tone aus dem Franceville-Becken, das weder tektonisch verformt noch metamorphologisch beeinflusst wurde, haben Fossilien von mehrzelligen Organismen zum Vorschein gebracht. In den Gesteinen einer Gruppe von 5 harmonisch übereinanderliegenden Formationen wurden in den schwarzen Tonschichten fast 400 Fossilien entdeckt. Diese Fossilien sind zwischen 7 und 120 mm lang, zwischen 5 und 70 mm breit und zwischen 1 und 10 mm dick. Sie können die Form von kreisförmigen Aggregaten annehmen, pyritisiert oder nicht. Trotz ihrer flachen Form unterscheiden sich die kolonialen plurizellulären Organismen von den Bakterienmatten durch das Vorhandensein von Steranen, die bei der Umwandlung von Sterolen während der Diagenese entstehen. Sterole stehen im engen Zusammenhang mit der Biosynthese von Eukaryoten. Das Vorhandensein dieser Eukaryoten entspricht einer Zeit, in der der Sauerstoffgehalt noch niedrig war, zwischen 0,1 und 1% der heutigen Konzentrationen der Atmosphäre. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich um Zellverbände handelt, die miteinander kommunizierten und zu koordinierten Bewegungen fähig waren. Zu diesem Zeitpunkt, vor 2,1 Milliarden Jahren, waren die vielzelligen Organismen noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Aber sie begannen sich in aller Stille in der Welt des Lebens zu etablieren. Etwas später werden sie sich dann weiter ausbreiten und diversifizieren. Das Auftreten eukaryotischer Zellen ist mit dem Auftreten der Kompartimentierung innerhalb der Zellen selbst verbunden. Sie äußert sich durch das Vorhandensein verschiedener Organellen und eines Zellkerns, der das genetische Material beherbergt, im Inneren der Zelle. Vor 2 Milliarden Jahren hat die Endosymbiose eines Protobakteriums das Auftreten einer besonderen Organelle ermöglicht, des Mitochondriums. Während ihrer Entwicklung treffen Zellen aufeinander und es kommt zu Wechselwirkungen. Einige Zellen absorbieren andere Zellen. Wenn die Verdauung nicht stattfindet, vermehrt sich der aufgenommene Organismus in der Wirtszelle. Mit der Zeit sind die Bakterien nicht mehr autonom und werden zu einer Organelle. Von einer Endosymbiose spricht man, wenn einer der Partner im Inneren des anderen lebt und allen Zellen einen Nutzen bringt. Anaerobe Zellen mit einem Zellkern können Bakterien aufgenommen haben, die in der Lage sind, die Energie bestimmter Moleküle in Energie umzuwandeln, die für andere Reaktionen genutzt werden kann. Einige dieser aufgenommenen Bakterien werden zu Maschinen, die die Energieproduktion für die Zellen ermöglichen, die Mitochondrien. Diese sind die Atmungs- und Energiezentren der Zellen. Seit minus 1,8 Milliarden Jahren und über einen Zeitraum von 1 Milliarde Jahren befindet sich die Erde in einer Phase relativer Ruhe. Die tektonische Aktivität ist stabil, ebenso wie die atmosphärische Umgebung. Die biologische Entwicklung verläuft aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts langsam. Es gibt keine Eiszeiten, keine großen Katastrophen
und keine großen Innovationen. Diese Periode wird die langweilige Milliarde genannt. Diese Bezeichnung kann als ungerecht empfunden werden, da der Planet in den folgenden Milliarden Jahren bedeutende Ereignisse erleben wird. Diese Periode wäre durch ein besonders ozeanisches Regime gekennzeichnet, das auf der Chemie beruht und mit dem Begriff Zwischenozean oder Canfield-Ozean bezeichnet wird, benannt nach dem Wissenschaftler, der die Existenz dieses Ozeans postulierte. Während der großen Oxidation oxidiert der produzierte Sauerstoff bestimmte chemische Elemente im Ozean, wie zum Beispiel Eisen, aber er ist nicht in ausreichender Menge vorhanden, um die gesamte aquatische Umwelt mit Sauerstoff zu versorgen. Parallel dazu wird die Umwandlung und Oxidation der kontinentalen Gesteine durch die Bildung von Superkontinenten und die Sauerstoffanreicherung der Atmosphäre verstärkt. Sulfationen werden dann massenhaft in die Ozeane eingetragen. Im Laufe von einer Milliarde Jahren ist das Wasser des Planeten mit Schwefel angereichert, enthält aber fast kein Eisen und sehr wenig Sauerstoff. Diese neue Zusammensetzung wird zwei Auswirkungen auf die mikrobiellen Meeresorganismen haben. Einerseits werden sich Bakterien vermehren, die im hohen Maße von Schwefel abhängig sind, wie zum Beispiel Purpur- und Grünschwefelbakterien und sulfatreduzierende Bakterien. Andererseits haben die lebenden Organismen Schwierigkeiten, das von ihnen benötigte Ammoniak zu synthetisieren, da diese Synthese eng mit einem eisenhaltigen Enzym verbunden ist, von dem der Canfield-Ozean nur wenig besitzt. Ihre Entwicklung wird folglich verlangsamt. Vor 1,6 Milliarden Jahren bildet sich ein kontinentaler Graben. Er erstreckt sich entlang des westlichen Randes von Laurentia, Ostindien, dem südlichen Rand von Baltika, dem nordwestlichen Rand von Südafrika und dem nördlichen Rand des Nordchina-Blocks. Diese Umwälzung wurde von einer starken magmatischen Aktivität begleitet. Die gesamte Zersplitterung des Kontinents erstreckte sich über 300 bis 400 Millionen Jahre. Die große Geschichte der Zellen geht weiter. 500 Millionen Jahre, nachdem die Zellen mit Organellen ausgestattet wurden, die die Energiegewinnung ermöglichen, tritt eine neue Organelle in Erscheinung, die für das Funktionieren der Pflanzenzellen unerlässlich ist, der Chloroplast. Wie die Mitochondrien sind die Chloroplasten das Ergebnis einer Endosymbiose und fangen das Licht ein, das die Quelle der Photosynthese ist. Indem sie sich von externen Elementen ernähren, nehmen Zellen mit einem Zellkern bestimmte photosynthetische Bakterien auf. Und auf der Ebene der Symbiosepartner greifen Vereinbarungen ein. Cyanobakterien sind photosynthetische Mikroorganismen, die mithilfe von Pigmenten Licht einfangen können und in der Lage sind, ihre eigene organische Substanz zu synthetisieren. Der Gentransfer findet zwischen der Kernzelle und dem aufgenommenen Bakterium statt. Die entstehende Zelle besteht aus dem genetischen Material ihres Kerns, dem ihrer Mitochondrien und dem der neuen Elemente. Sie wird zu einer autarken Zelle. Bis dahin vermehren sich die Organismen durch einfache Teilung. Von einer Generation zur nächsten bleiben sie fast identisch mit sich selbst. Mit dem Auftreten einer neuen Fortpflanzungsart, der sexuellen Fortpflanzung, wird sich die Biosphäre erheblich weiterentwickeln. Dies ist ein großer Schritt in der Evolution des Lebendigen. Diese komplexe Form der Sexualität wird Meiose genannt. Eine normale Zelle, die zwei Chromosomensätze enthält, teilt sich in spezialisierte Zellen, deren Zellkerne nur einen Chromosomensatz enthalten. Jede Zelle muss dann einen komplementären Partner finden, um zu fusionieren und eine neue Zelle zu bilden, die dann alle Chromosomen enthält.
Die Befruchtung besteht in der Verschmelzung der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen und damit in der Wiedervereinigung zweier Chromosomensätze. Eine solche Vermischung von Genen führt zu einer enormen Vielfalt von Individuen und dem Auftreten neuer Arten. Die Plattentektonik stellt die Kontinente weiterhin auf den Kopf. Vor 1,1 Milliarden Jahren haben sich die Kontinentalmassen unter ihrem Einfluss neu formiert und Rodinia gebildet. Die Ostküste der heutigen Vereinigten Staaten liegt nahe der Westküste des heutigen Südamerikas und unsere heutige Antarktis und Australien grenzen an die Westküste der Vereinigten Staaten. Ein Planet, der ganz anders aussah als das, was wir heute sehen. Der Superkontinent Rodinia ist von dem Ozean Mirovia umgeben. Er erstreckt sich von 60 Grad nördlicher Breite bis zum Südpol. Innerhalb seiner Nahtgebiete hat Rodinia eine riesige, rostfarbene Ebene, auf der sich Sande ansammeln. Die Oberfläche der Erde ist völlig menschenleer. Das Leben bleibt auf die aquatische Umwelt beschränkt, da die Atmosphäre nur 5% der heute bekannten Sauerstoffkonzentration enthält. Eine Situation, die die Entwicklung der Ozonschicht, die die Erdoberfläche vor den ultravioletten Strahlen schützt, nicht zulässt. Die Oberflächentemperatur wird auf durchschnittlich 10,5 Grad Celsius geschätzt. Die Sonne hat eine geringere Intensität von 6% als heute und ihre Strahlen sind nicht so stark. Ein Tag dauert damals weniger als 22 Stunden und ein Jahr zählte 13 Monate. Die Bildung eines Superkontinents wie Rodinia wirkt wie ein Deckel auf dem Planeten. Dieser Deckel transportiert die Wärme nur durch das Phänomen der Wärmeleitung von der Erde ab, was nicht sehr effizient ist. Die nicht abgeleitete Wärme staut sich und lässt die Temperatur des oberen Mantels und der unteren Kruste ansteigen. Die zentralen Teile des Kontinents werden heißer. Infolgedessen nimmt die Dichte der Gesteine ab. Sie steigen an die Oberfläche und bilden riesige Kuppeln. Die Kruste wird gedehnt und dünner. Es entstehen Risse, aus denen magmatische Gesteine im Schmelzzustand austreten. Die vulkanische Aktivität intensiviert sich. Eine Superkuppel, die sich vor 850 Millionen Jahren gebildet hat, reißt eine Million Jahre später. In den entstandenen Gräben fließt Lava. Während sie sich auseinander bewegen, dringt Wasser in die Gräben ein und es bilden sich neue Ozeane. Es entstehen neue Bedingungen, die es dem Leben ermöglichten, sich vor den harten Ereignissen zu schützen, denen es in den nächsten Millionen Jahren ausgesetzt sein würde. Vor etwa 750 Millionen Jahren brach Rodinia auseinander. Zu dieser Zeit lag der Superkontinent in der Mitte des Äquators. Unter der Einwirkung von Hotspots wird die Erdkruste von gewaltigen Lavamassen durchzogen, die sie wie Speere durchbohren. Ozeane und Meeresarme öffnen sich und erhöhen den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre. Starke Regenfälle fallen auf die Erde und setzen das zerklüftete kontinentale Gestein einer starken Umwandlung aus. Dieses Phänomen verbraucht eine Menge CO2. Die Küstenlinie wächst, Meeres- und Küstenorganismen vermehren sich, indem sie massiv Kohlendioxid aus der Atmosphäre nutzen. Durch das Auseinanderbrechen des Superkontinents verursachte Lavaströme bilden Basaltflächen an der Oberfläche der Kontinentalblöcke. Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit erodieren diese Basaltflächen und verbrauchen große Mengen an CO2. Da ihnen nach und nach Kohlendioxid entzogen wird, verringert sich der Treibhauseffekt. Die Erde erscheint ruhig, die ozeanischen Wellen sind nicht sehr aktiv,
Aber die durchschnittliche Temperatur an der Oberfläche des Planeten sinkt beträchtlich, so dass es zu Erfrierungen kommt. Die Erde wird wieder zum Schneeball. Die Bodentemperatur liegt im Durchschnitt zwischen minus 40 und minus 50 Grad Celsius. Wenn es Nacht wird, sinkt sie auf minus 80 bis minus 100 Grad Celsius. Die Sonne ist etwa 6% weniger stark als heute. Sie leuchtet weniger intensiv und produziert weniger Energie. Ihre Leuchtkraft ist schwach. Auf der Erde herrscht noch ein Klima der Trostlosigkeit. Die Luft ist trocken und kalt und wegen ihres geringen Sauerstoffgehalts nicht atembar. Es zirkuliert kein flüssiges Wasser mehr, außer an der Basis der Gletscher, was den Wasserkreislauf gefährdet. Die Eisflächen werden größer und reflektieren immer mehr Sonnenlicht ins Weltall. Das ist der berühmte Albedo-Effekt. Die Temperatur an der Erdoberfläche sinkt immer weiter ab. Die Dicke des Meereises erreicht mehr als einen Kilometer. Wie eine große, perlmuttartige Matratze hinterlässt das Eis jedoch an manchen Stellen riesige Spalten, in denen sich Organismen wehren. Die Tier- und Pflanzenwelt ist extremen Bedingungen ausgesetzt, findet aber auch Zuflucht auf dem Grund der Ozeane, in einem dünnen, eisfreien Wasserstreifen, der dank der außergewöhnlichen Eigenschaften des Wassers überleben konnte. Wenn das Wasser abkühlt, nimmt seine Dichte zu und unter 4 Grad Celsius nimmt auch sein Volumen zu, selbst wenn es gefriert. Während der Vergletscherung beginnt das Wasser an der Oberfläche abzukühlen. Es wird dichter und es entsteht eine Strömung. Das kalte Wasser fließt und gleicht die Temperatur in der gesamten Tiefe an. Sobald die Temperatur unter 4 Grad Celsius sinkt, wird das Wasser an der Oberfläche weniger dicht und bleibt an der Oberfläche. Auf diese Weise bildet das entstandene Eis einen Hitzeschild, der das Gefrieren des Meeresbodens verhindert und den Organismen das Überleben ermöglicht. Einigen Untersuchungen zufolge hat die Waranger Vereisung die Diversifizierung des Lebens begünstigt. Am Ende der Eiszeit, wenn das Eis schmilzt, führt die Erosion der Kontinente zur Freisetzung großer Mengen an Phosphor. Dieser Phosphor löst sich in den Ozeanen und fördert die Vermehrung des Phytoplanktons. Sauerstoff wird in die Atmosphäre freigesetzt, was das Auftreten neuer Organismen begünstigt. Wie in den meisten Eiszeiten bleibt der Erdkern auch während der Waranger-Vereisung aktiv. Die Emission von CO2-reichen vulkanischen Gasen hört nicht auf und nach einer Million Jahren beginnt die dicke Eisdecke der Erde zu schmelzen. Die Treibhausgase nehmen ihren Platz in der Atmosphäre ein, da sie durch nichts anderes umgewandelt werden. Es gibt keine Gesteinsveränderungen und keinen biologischen Verbrauch mehr. Das Eis schmilzt und die Erdoberfläche erwärmt sich in einem irrsinnigen Tempo von minus 50 Grad auf 50 Grad Celsius. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese plötzliche Erwärmung auf eine plötzliche und massive Freisetzung großer Gasmengen zurückzuführen ist, die sich unter dem Eis angesammelt haben. Der Planet befreit sich von dem Schneeball, der ihn gefangen hielt. Während seiner Zersplitterung trennte sich der Superkontinent Rodinia in zwei Teile. Zwischen den beiden Teilen entstand ein Ozean, Pantalassa. Nordamerika bewegte sich südwärts in Richtung Südpol. Die nördliche Hälfte von Rodinia drehte sich unter dem Druck des Ozeans um sich selbst, so dass sich ihr östlicher Teil viel stärker nach Norden bewegte als ihr westlicher Teil. Zwischen diesen beiden Teilen erstreckt sich ein dritter Kontinentalblock, der Kongo-Kraton. Einige Millionen Jahre später kamen diese drei Kontinente zusammen und bildeten einen neuen Superkontinent namens Panotia,
der bis vor 540 Millionen Jahren bestehen blieb. Durch die Kollision entstand eine Gebirgskette, die panafrikanische Orogenese, die die verschiedenen afrikanischen Kratone zusammenschweißt. Dieser neu entstandene Kontinentalblock ist so stabil, dass er später Afrika hervorbringen wird. Das Leben beschränkt sich auf das Wasser. Vor minus 600 Millionen Jahren schützt es nichts vor den ultravioletten Strahlen der Sonne. Die Moleküle der lebenden Materie sind lichtempfindlich und können zerstört werden, wenn sie mit bestimmten Strahlungen wie den ultravioletten Strahlen konfrontiert werden. Ozon besteht aus drei Sauerstoffatomen. Dieses Molekül entsteht nach mehreren chemischen Umwandlungen, an denen Stickstoffoxide beteiligt sind, unter der Einwirkung der ultravioletten Strahlen der Sonne. Das Ozon sammelt sich dann in der Stratosphäre an. Damit dieses Phänomen auftreten kann, muss in der Atmosphäre ausreichend Sauerstoff vorhanden sein. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sich die Ozonschicht zu bilden, die heute 90% der Menge ausmacht. Sie wird erst 200 Millionen Jahre später ihren vollen Umfang erreichen. Ozon ist von Natur aus begrenzt und ausgeglichen, da es durch die Einwirkung des ultravioletten Lichts auf den Sauerstoff ständig neu gebildet und abgebaut wird. Es absorbiert einen großen Teil der ultravioletten Strahlen und schützt die lebenden Organismen vor deren schädlichen Auswirkungen. Mit der Bildung der Ozonschicht wird die Vielfalt der Meere explodieren. Die Erde hat gerade eine Klimakatastrophe erlebt, aber die Biosphäre hält durch. Während das Eis schmilzt, taucht der Ozean wieder auf, und das Leben bereitet sich darauf vor, die Gewässer dieser neuen Erde zurückzuerobern. Die Deglaziale führen zu einer starken Erosion des Kontinents und infolgedessen zu einer starken Sedimentation in den Küstengebieten. Die Sedimente enthalten verschiedene organische Stoffe, die von der Vermehrung der in den Küstengewässern lebenden Organismen herrühren. Dieses organische Material wird in Kohlenstoff umgewandelt. Durch die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch die Sedimente wird den Ozeanen Sauerstoff zugeführt, der dann in die Atmosphäre gelangt. Die Lebewesen haben nun außergewöhnliche Möglichkeiten der Diversifizierung. So lässt die berühmte Fauna von Ediacara große, seltsame Tiere erscheinen, die noch völlig ohne starre Teile sind. Diese Fauna ist auf allen Kontinenten zu finden, was bedeutet, dass es sich nicht um eine Umgruppierung von Organismen an einem einzigen Ort handelt, die ganz besonderen Bedingungen ausgesetzt sind. Diese Fauna hat sich auf der gesamten Oberfläche der Erde entwickelt, was einen großen Schritt in der Entwicklung des Lebens darstellt. Die Ediacarier gehören zu den faszinierendsten Fossiliengruppen, die je entdeckt wurden. Sie sind anders als alle anderen Lebewesen. Sie haben einen weichen Körper, kein mineralisiertes Skelett und ein gepolstertes Aussehen. Sie nehmen verschiedene Formen an, von einer runden Form wie bei den Quallen über eine radiale, triradiale oder bilaterale Symmetrie bis hin zu einer Scheibe mit einem Kopf. Die Ediacara-Fauna nistet auf den meisten Kontinenten, was für Organismen, die auf und im Meeresboden leben, recht selten ist. Da sich die Erde gerade von einer Eiszeit erholt, sind die Ozeane zu dieser Zeit noch kalt und die Klimazonen haben sich noch nicht erholt. Die größten Ediacaraner sind zwischen einigen Zentimetern und mehr als 2 Metern lang. Sie sind die ersten großen Lebewesen, die sich entwickelt haben oder zumindest versteinert sind. Einige leben unter dem Sand des Meeresbodens und können sich bewegen und schieben, wenn Sediment auf sie geschüttet wird. Andere entwickeln Röhren, die mit ihrem Körper verbunden sind, um ihn mit Sand zu füllen.
Die Fauna der Ediacara umfasst etwa 100 Arten und ein Dutzend Gruppen mit zahlreichen Organisationsplänen. Zu den Hauptgruppen gehören scheibenförmige Formen, hauptsächlich einfache, abgeflachte Scheiben. Sie sehen aus wie Quallen, sind aber in Wirklichkeit ganz anders, da sie in dichten Populationen auf dem Meeresboden leben. Die Mapsoniten haben ebenfalls scheibenförmige Formen. Sie haben einen Durchmesser von etwa 12 cm und ihr Körper ist mit Röhren oder Taschen ausgestattet, die mit Sand gefüllt sind. Die Körper von Vendobionten wie Rangea sind sackförmig und bilateral symmetrisch. Sie leben eingegraben im Sand. Eine der bekanntesten Familien der Ediacara-Fauna sind die Dickinsoniiden, darunter Dickinsonia. Sie haben die Form einer kleinen, flachen, ovalen Scheibe, die sich durch Verbreiterung und Abflachung zu einem Band entwickelt. Eine Längsachse teilt ihr Band in zwei Teile mit dünnen Segmenten auf jeder Seite. Die Dickinsonia können zwischen einigen Millimetern und 1,40 Meter lang werden. Sie haben weder ein Verdauungssystem noch einen Mund oder einen Anus. Sie ernähren sich von bakteriellen Belägen, die den Meeresboden bedecken. Jorgoide und Vendobionten haben ebenfalls segmentierte und scheibenförmige Körper, bei denen sich ein Ende vom anderen unterscheidet. Sie sind in der Lage, auf den Sedimenten zu krabbeln. Die Charnia-Gruppe hat Wedel. Sie ist mit der Sedimentoberfläche verbunden und steht auf dem Meeresboden. Die meisten dieser Organismen messen etwa 10 cm, aber einige erreichen bis 2 Meter. Wenn sich genügend von ihnen in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, bilden sie kleine Dickichte auf dem Meeresboden. Die Trilobozarier sind eine bemerkenswerte Gruppe von Ediacariern. Sie haben einen Körper mit triradialer Symmetrie, mit drei spiralförmig gedrehten Lappen, was in dieser Population selten ist. Sie sind scheibenförmig und weisen überraschende und unbekannte Details auf, die sie wirklich von anderen lebenden Formen unterscheiden. Sie sind meist mit verzweigten radialen Rillen bedeckt. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,3 und 5 cm. Die Ediacara-Fauna kann nicht erwähnt werden, ohne auf die mikrobiellen Matten hinzuweisen, die viele Sedimentoberflächen bedecken. Für einige Ediacara stehen sie am Anfang der Nahrungskette, während andere lediglich die im Meerwasser vorhandenen Mikroorganismen filtern. Die Fauna der Ediacara blühte vor bis 542 Millionen Jahren. Sie stellte eine erste Diversifizierung dar, die bei den mehrzelligen Tieren schnell abbrach. Die Ursache ihres Verschwindens bleibt bis heute rätselhaft. Es werden mehrere Hypothesen vorgeschlagen, wie zum Beispiel eine allgemeine Störung der Umwelt, eine biotische Verdrängung nach dem Auftreten neuer Arten des kamprischen Typs oder eine Änderung der Polarität des Erdmagnetfeldes, die zu einer Verringerung der Ozonschicht und damit zu einer Erhöhung der ultravioletten Strahlung auf der Erdoberfläche geführt hat. Vier große Kontinente bilden die Landschaft der Erde nach dem Zerfall Rodiniens. Sie befinden sich hauptsächlich auf der südlichen Hemisphäre. Laurentia repräsentiert die alten Länder Nordamerikas und Grönlands. Sibirien befindet sich östlich von Laurentia. Baltika, bestehend aus Skandinavien und Westrussland, befindet sich südöstlich von Laurentia. Der letzte Kontinentalblock, der sich vom Südpol über den Äquator hinaus erstreckt, ist Gondwana. Dieses letzte Stück umfasst die alten Gebiete von Südamerika, Afrika, Australien, Indien und der Antarktis. Der Iapetus-Ozean fließt durch die Mitte von Baltika und Laurentia.
Die entstandenen Gebiete sind noch unbewohnt und ohne Leben. Sie unterliegen der Erosion. Das Meer breitet sich in geringer Tiefe aus und bedeckt die Kontinentalschelfe. Dies schafft ideale Bedingungen für die Entwicklung von Leben. Metazoen sind recht zahlreich, auch wenn sie nicht vielfältig sind und eine mikroskopische Größe zwischen 1 und 5 mm haben. Metazoen sind eine Gruppe von Organismen, die zu den Tieren zählen. Sie sind mehrzellig, da sie mehrere differenzierte Zellen enthalten. Ihre Zellen haben einen Zellkern und Organellen, wie zum Beispiel Mitochondrien. Sie ernähren sich organisch. Parallel zu den tektonischen Ereignissen dieses Zeitraums beginnt eine tiefgreifende Entwicklung des Lebens und ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Vor 541 Millionen Jahren kommt es zur kambrischen Faunenexplosion. Manche Wissenschaftler nennen sie den Urknall des Lebens. Sie führt zu einer gigantischen Erneuerung der Fauna. Es entstehen neue Organisationspläne für die Tiere, neue Gattungen und neue Arten. Nahezu die Hälfte der heutigen Tiergruppen wurde zu Beginn der Explosion identifiziert. Die kambrische Fauna besteht aus epibentischen Tieren, die auf dem Meeresboden leben. Sie sind teilweise grabend und pelagisch und haben neue Ernährungsweisen. Die Nahrungsketten sind komplexer als bei der Ediacara-Fauna. Die Gründe für diese Explosion sind bis heute umstritten, aber eine interessante Hypothese scheint sich zu bestätigen. Eine schnelle und bedeutende Verschiebung der Erde in Bezug auf ihre Rotationsachse hätte Laurentia und Teile von Gondwana von hohen in niedrige Breitengrade verschoben. Diesem Ereignis wären marine Transgressionen gefolgt. Die gemäßigten Küstenlinien der Kontinente und die Zunahme der flachen, überfluteten Kontinentalflächen hätten die Ausbreitung des Lebens ermöglicht und somit zu einer außergewöhnlichen Zunahme der Vielfalt geführt. Während dieses Zeitraums, der bis vor 485 Millionen Jahren andauerte, lösten drei verschiedene Faunen einander ab. Die Tomut-Fauna, die Cheng-Yang-Fauna und die Burgess-Fauna. Die Tomut-Fauna zeichnet sich durch kleine und sehr vielfältige Fossilien aus, die zwischen 1 und 3 mm lang sind. Sie gehören zu den Schwämmen, Mollusken und anderen Ringelwürmern. Sie weisen kalkhaltige, kieselhaltige oder phosphathaltige Schalen auf. Diese Fauna stellt eine wichtige Phase in der Diversifizierung der mehrzelligen Tiere mit Schalen und in der Mineralisierung der Skelette dar. Sie gilt als Schlüsselfauna, auch wenn sie nur wenige Millionen Jahre alt war. Wie die Ediacara-Fauna ist auch die Tomotian-Fauna weltweit anerkannt. Sie enthält einige modern aussehende Organismen, aber die meisten bestehen aus winzigen Klingen, Nadeln, Kappen, Röhren oder Kuppeln. Die von den Paläontologen als Kleinschalenfauna bezeichnete Fauna besteht hauptsächlich aus den Anfängen von Schalen, kleinen verstreuten Fragmenten. Es ist heute nicht bestätigt, dass diese ersten Schalenfragmente den Beginn einer Evolution von Tieren mit Schale darstellen oder dass sie einzelne Organismen geblieben sind, die sehr schnell verschwunden sind. Die Tomut-Fauna markiert das Auftreten einer Gruppe von Organismen, die zum Stamm der Schwämme gehören, die Archaeocyates. Sie sind die ersten Biokonstrukteure, die in Verbindung mit kalkbildenden, mikrobiellen Organismen organische Massen von bis zu 2 Metern Höhe und mehreren Metern Durchmessern auf dem Meeresboden aufbauen. Diese Massen bilden die Pioniere des komplexen Riffökosystems,
das sich einige Millionen Jahre später entwickeln wird. Archaeociates bestehen aus einem Kelch, der aus zwei ineinander verschachtelten, porösen Kegeln gebildet wird. Ihre Skelettteile bestehen aus magnesiumhaltigem Kalzit. Sie sind sessile, benthische Organismen, die sich von Filtern ernähren. Um sich zu ernähren, sind sie in Lebensräumen zu finden, die einer Strömung oder einer starken Trübung ausgesetzt sind, die ihnen eine Versorgung mit Nährstoffen gewährleisten. Sie haben keine großen Anpassungsfähigkeiten und sind durch die Temperatur, den Salzgehalt des Wassers und die Tiefe eingeschränkt. Die Fauna des Shengyang ist mit mindestens 16 verschiedenen Fühler und etwa 196 Arten vertreten, wobei Gliederfüßer mit etwa 40% stark überwiegen. Wirbeltiere und wirbellose Organismen sind in großer Vielfalt vorhanden. Diese Fossilien waren von einer Schlammschicht bedeckt, die dem Schlamm eines warmen und flachen Meeres entsprach, was eine bemerkenswerte Erhaltung der Anatomie ihrer Gewebe, ob hart oder weich, sowie der Elemente ihres Verdauungs- und Nervensystems ermöglichte. Die erfassten Gruppen sind äußerst vielfältig. Schwämme, Algen, Nesseltiere, Ringelwürmer, zahlreiche Zweifüßer sowie mindestens vier Gruppen von Wirbeltieren. Haikuktis ist das erste echte Wirbeltier, das als solches identifiziert wurde. Er könnte als erster Wirbeltierfisch eingestuft werden, weist aber nicht alle Merkmale auf, die für eine Einordnung in die Gruppe der Fische erforderlich sind. Haikuktis hat einen knöchernen Schädel, aber keinen Kiefer. Er war eher ein Beutetier als ein Raubtier. Es ist ein kleines Tier, das nicht länger als 2,5 cm wird. Dank seines anatomischen Aufbaus ist er sehr schnell und wendig und kann es mit vielen weiteren Raubtieren aufnehmen, die damals im Meer lebten, wie zum Beispiel schleimige Würmer oder große Gliederfüßer. Er hat eine Reihe von W-förmigen Muskeln, die Myotome genannt werden, und an den Knochen in der Rückenregion befestigt sind. Dadurch kann er sich leicht fortbewegen und seine Bewegungen besser kontrollieren. Dank der Myotome und des stützenden Skeletts unterscheidet sich sein Kopf von seinem Körper, da seine Körperstruktur in zwei verschiedene Zonen unterteilt ist. Auch seine Organe sind besser geschützt. Das Skelett beginnt, neben seiner Stützfunktion, auch eine Schutzfunktion zu übernehmen. Es besteht aus Knochen und nicht aus Knorpeln. Haikuktis hat sich angepasst und weiterentwickelt. Mit der Zeit wurde seine Muskulatur dank der Entwicklung eines Nervensystems immer besser in der Lage, seine Bewegungen zu kontrollieren. Er nimmt die Umgebung, in der er sich entwickelt, besser wahr. Er hat einen dorsalen Nervenstrang. Er entwickelt Kiemen, die wichtigsten Atmungsorgane der Wassertiere. Dank ihnen entzieht Haikuktis dem Wasser Sauerstoff und Kohlendioxid und gibt es an die Umgebung zurück. Die Fauna von Shengyang enthüllt seltsame und erstaunliche Formen wie Anomalocaris oder Opabinia. Anomalocaris ist ein riesiges Meerestier, das zur Familie der Anomalocaridae oder seltsame Krabben gehört. Dieses segmentierte, wirbellose Tier ist ein sehr originelles Exemplar. Es hat zwei große, stäbchenförmige Augen, Schwimmbeine, zwei Anhängsel, die sich wie zwei Garnelen in der Nähe des Mundes befinden und ein abgeflachtes Maul. Sein Maul wurde zunächst einer Qualle gleichgestellt und dann als eine Art Ananasscheibe beschrieben, die mit mehreren Schichten scharfer Zähne verziert ist. Es handelt sich um Mundwerkzeuge, die Trilobiten zermalmen. Dank seiner biegsamen Arme fängt Anomalocaris seine Beute und kann sie direkt in sein Maul stecken.
Sein kleines, starres und rundes Maul ermöglicht es ihm auch, kleine Beutetiere wie Würmer anzusaugen. Als aktiver Räuber ist er ein guter Schwimmer, auch wenn er keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellt. Er treibt sich dank der Wellen seiner Seitenlappen an, die an die Flossen bestimmter Fische erinnern. Opabinia gehört bis heute zu keinem bekannten Stamm. Sie ist der Beweis für eine sehr komplexe und abwechslungsreiche Wirbellosenfauna. Sie wird zwischen 4,3 und 7 cm groß. Ihr Körper ist weich und segmentiert. Auf seinem Kopf befinden sich 5 Augen. Er hat einen langen und beweglichen Rüssel, ein Merkmal, das nur bei diesem Tier vorkommt und es zu einem außergewöhnlichen Lebewesen macht. Dieser Rüssel lässt sich bis zum Maul einklappen und ist mit Greifstacheln ausgestattet, mit denen er seine Beute fängt. Er durchsucht die Sedimente, um seine Nahrung zu finden. Dank seiner seitlichen Lappen kann er den Meeresboden absuchen und sich fortbewegen. Und dank seines Rüssels findet er seine Nahrung in den von Würmern oder Muscheln eingegrabenen Tunneln. Die Burgess-Fauna wird auf vor 505 Millionen Jahren datiert. Im Vergleich zu den beiden anderen Faunen stellt sie im wahrsten Sinne des Wortes eine wahre Explosion dar, da sie das Auftreten einer Vielzahl neuer, komplexer und vielfältiger Organismen umfasst. Es handelt sich um die Fauna des Urknalls des Lebens. Sie wurde an einem Ort in den Rocky Mountains in Kanada entdeckt. Es wurde festgestellt, dass sie in Kontinuität mit der Chenyang-Fauna steht und in einem sehr guten Zustand ist. Burgess blieb lange Zeit die einzige Fundstelle, die den Zugang zur kambrischen Fauna bot. Die Fossilien wurden im Schiefer einer Mergel-Kalkstein-Formation entdeckt. Bei plötzlichen Unterwasserlawinen werden die Organismen unter einer Schlammlawine begraben. Ihr guter Erhaltungszustand erklärt sich dadurch, dass der Schlamm alle kleinen Lebewesen des Meeresbodens mit sich riss. Er hielt sie dort gefangen, wo weder Sauerstoff für ihre Zersetzung noch Raubtiere für ihren Verzehr vorhanden waren. Die extrem feinen Sedimente setzten sich überall fest, um die Organismen herum und in ihnen. Die kleinen Leichen wurden unter einem Schlamm eingeschlossen, der sich allmählich zu Schiefer verfestigte. Die Rocky Mountains bildeten sich und die Erschütterungen der Erde hoben und zerknitterten große Teile der Meeressedimente. Einige Schichten wurden zerdrückt und hinterließen keine Anzeichen von Leben, aber eine Schicht blieb intakt. Die Fundorte der Fossilien dieser Fauna deuten darauf hin, dass diese Tiere an Hängen mit angesammeltem Schlamm am Fuße einer großen, imposanten, fast senkrecht stehenden Wand leben. 120 Gattungen bilden die Burgess-Fauna, von denen 33 gewöhnliche Organismen sind, die zu heute bekannten Fühler gehören und ein Exoskelett besitzen. Dazu gehören Schwämme, Brachiopoden, Trilobiten, Algen, Mollusken und Stachelhäuter. Außerdem sind 87 Gattungen von Weichteilorganismen aufgeführt. Diese Fauna ist sehr originell. Einige Organismen werden in der zukünftigen geologischen Zeit nicht mehr gefunden werden. Sie werden nur noch die Burgess-Fauna kennzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 24 grundlegende Organisationstypen bei den Gliederfüßern, von denen nur 4 fortbestehen werden. Gliederfüßer haben einen segmentierten Körper mit Beinen oder Anhängseln. Diese Unterteilung in Segmente zeigt sich bereits in der Embryonalzeit. Ein starrer Panzer bildet ihr Exoskelett, das in den meisten Fällen aus Chitin besteht. Dank der Häutungen wechseln sie regelmäßig ihr äußeres Exoskelett, wodurch sie an Größe gewinnen, neue Organe erhalten oder sogar ihre Form verändern können. Gliederfüßer sind eine weltweit verbreitete Gruppe, die sich an die verschiedenen Arten der sie umgebenden Umwelt anpassen kann. Mehrere Arten von Gliederfüßern haben sich vor 500 Millionen Jahren entwickelt.
Brachiocaris ist eine Gliederfüßerart mit einer zweischaligen Schale, die zwei Drittel des Körpers verdeckt. Er ist zwischen 8 und 9 cm lang und hat einen stark segmentierten Rumpf mit mindestens 40 ringförmigen Segmenten. Dieses Tier ist mit einem Paar kleiner Antennen und einem Paar Krallen ausgestattet. Es ist ein aktiver Schwimmer und benutzt seine Gliedmaßen, um die Nahrung zum Mund zu führen. Der Marella ist eine Gliederfüßerart, die zur Weichkörperfauna gehört. Er hat einen Kopfschild und einen aus etwa 20 Segmenten bestehenden Körper. Der Kopf ist mit zwei Paaren von unbehaarten Anhängseln geschmückt. Der Kopfschild hat die Form eines Hufeisens und ist mit zwei Arten von Hörnern verziert, gebogenen Fortsätzen, die sich über den größten Teil der Körperlänge erstrecken. Der Rest des Körpers von Marella ist dünn. Diese Art ist in der Lage, ihren Körper in alle Richtungen zu winden. Trilobiten gehören zu den bekanntesten Gliederfüßern. Im Durchschnitt sind sie zwischen 2 und 7 cm lang, aber einige Exemplare wurden bis zu 70 cm lang. Sie kommen in großer Zahl auf dem Meeresboden vor und gehören zu den artenreichsten. Bis heute sind fast 19.000 Arten beschrieben worden. Aufgrund ihrer besonderen Anatomie gehören die Trilobiten zu einer ganz besonderen Gruppe. Ihre Trilobation ist in der Tat ungewöhnlich. Sie haben einen mittleren Lappen und zwei seitliche Lappen, die durch ein Exoskelett geschützt sind. Die Trilobiten leben nur im Wasser, genauer gesagt auf oder in dem Substrat, das den Meeresboden bildet. Einige Formen von Trilobiten entwickeln sich jedoch pelagisch, das heißt, sie leben und bewegen sich in einem Gewässer. Zu diesem Zweck ist ihr Exoskelett so verändert, dass der Körper stabiler ist und sie eine bessere Sicht haben. Trilobiten leben in Gruppen. Sie ernähren sich von Würmern und anderen benthischen wirbellosen Tieren. Sidneia misst zwischen 5 und 13 cm in der Länge. Ihre Struktur ist einzigartig. Ihr Kopf hat nur ein paar Augen und ein paar Antennen, aber sie sind die ersten Lebewesen auf unserem Planeten, deren Augen perfekt ausgebildet sind. Bei ihren sogenannten Facettenaugen ist jede Facette mit einer kristallinen Linse aus Kalzit versehen, die so ausgerichtet ist, dass sie die größtmöglichste Lichtmenge wahrnehmen kann. In nur einem Auge sind 15.000 Elemente enthalten. Die Trilobiten haben ein praktisch halbkugelförmiges Gesichtsfeld. Die Segmente ihres Brustkorbs tragen ein paar feste Anhänge. Dieses fleischfressende Tier wandert auf der Suche nach Nahrung, hauptsächlich kleinen Trilobiten und Hyoliten, über den Meeresboden. Die Trilobiten breiten sich im Meer aus und teilen sich in eine große Anzahl von Arten auf. Unter dem Stamm der Ringelwürmer fällt ein Tier durch seine ungewöhnliche Struktur auf, Halocygenia. Das Tier hat einen langen und schlanken Körper, der an einen Wurm erinnert, und sieben Paar Tentakel, die auf der einen Seite in Klauen und auf der anderen Seite in Stacheln enden. Es bewegt sich auf seinen Tentakeln und seine Stacheln sind auf dem Rücken aufgerichtet. Die drei Paare feiner Tentakel auf der Höhe des Kopfes dienen der Nahrungssuche und der Orientierung, ähnlich wie Antennen. Auch Schwämme zieren den kambrischen Meeresboden. Diese Tiere sind mit einem Aquifersystem ausgestattet, das die Zirkulation von Wasser ermöglicht. Schwämme sind mit zwei Zellschichten ausgestattet. Außen das Pinacoderm und innen das Ruanoderm. In der Mitte der beiden Schichten zirkulieren mobile Zellen in einer Zellmatrix, die hauptsächlich aus Kollagen besteht. Schwämme passen sich an Süß- und Meeresgewässer an. Sie können sich in bis zu 5000 Metern Tiefe ansiedeln. Sie sind große Konsumenten von Bakterien, organischen Abfällen und Algen. Sie ernähren sich, indem sie das Wasser filtern. Das mit Partikeln gefüllte Wasser dringt durch die Poren des Schwamms ein. Große Partikel werden absorbiert
Organische Partikel werden verdaut und anorganische Partikel werden durch die Poren abgestoßen. Schwämme sind sehr widerstandsfähig. Selbst wenn sie zerquetscht werden oder abreißen, setzen sich ihre Zellen wieder zusammen und regenerieren sich. Sie sind auch resistent gegen Veränderungen des Säuregehalts und überleben auch bei Klimaerwärmung und Versauerung der Ozeane. Stachelhäuter sind eine sehr vielfältige Gruppe von Meerestieren, die sich durch eine zentrale Symmetrie und eine sternförmige Gestalt auszeichnen, die als pentaradial bezeichnet wird. Ihr Skelett besteht aus Knochenplatten und sie verfügen über ein Wassersystem wie Schwämme. Der Körper der Stachelhäuter funktioniert nach dem Prinzip der Hydrostatik. Ihre Füße sind wie kleine, mit Saugnäpfen versehene Verlängerungen, die durch den Druck des Wassers aufgeblasen werden. Der für das Funktionieren dieses Systems notwendige Wasserkreislauf ist unabhängig. Das Wasser tritt durch eine Öffnung in einem Ring um das Maul ein und verteilt sich über interne Kanäle im ganzen Körper. Eine der am weitesten verbreiteten Arten von Stachelhäutern ist die Seelilie. Die Seelilie in Form eines blühenden Stängels hat einen dreiteiligen Körper. Ein Wurzelsystem mit Stacheln, mit dem sie sich am Meeresboden festhalten kann, einen bis zu 1,50 Meter langen Stängel mit einer Basis, die steifer ist als die Spitze, und einen Kelch, der die lebenswichtigen Organe bedeckt und von einem Dutzend beweglicher, federartiger Arme gekrönt wird. Um sich zu ernähren, breitet die Seelilie ihre Arme aus und fängt planktonische Partikel ein. Die Seelilie wird von Fressfeinden verschont, weil der größte Teil ihres Körpers verkalkt ist. Sie ist in der Lage, sich zu regenerieren. Sie lebt in flachen Gewässern, wo sie sich an harten Untergründen wie Muschelgruppen anheftet. Die letzten Tiere der Birches-Fauna, über die wir sprechen, sind die Brachiopoden. Sie sind in großer Zahl und sehr vielfältig vertreten. Ihre Schale besteht aus zwei Klappen, einer Bauchklappe und einer Rückenklappe. Im Inneren befinden sich ein Brachiopodenskelett, aus dem Fäden entspringen, die das Plankton einfangen und zum Mund führen. Brachiopoden leben fest mit ihrem Substrat verbunden. Zurzeit gibt es 12.000 Arten von Brachiopoden, darunter auch Lingulella. Diese im Sand und Schlamm von Flussmündungen vergrabene Art sieht aus wie ein langer Wurm mit zwei hornigen Klappen an einem Ende. Seine Struktur ist komplex. Seine Tentakel sind mit vibrierenden Flimmerhärchen bedeckt, die Wasserströmungen verursachen. Diese Flimmerhärchen werden mit Nahrungspartikeln beladen, die dann zum Mund geführt werden. Die Tentakel haben noch eine weitere wichtige Funktion. Sie nehmen Sauerstoff auf und dienen als Kiemen, damit das Tier atmen kann. Die Klappen schützen das Gewebe und konzentrieren die Wasserströmungen. Im Laufe der nächsten 100 Millionen Jahre haben die Brachiopoden ihre Klappen erheblich verbessert. Alle diese Elemente des Ökosystems stehen im Gleichgewicht zueinander, aber zukünftige Ereignisse werden ihr friedliches Leben stören. Es ist jetzt 485 Millionen Jahre her und das Leben steht kurz vor seiner Entstehung. Die Gegend um einen Vulkan gehört nach einem Ausbruch zu den unwirtlichsten Gegenden überhaupt. Die schwarzen Lavaströme, die früher die Flanken hinunterwalzten, sind jetzt gefroren. Dampf steigt zwischen den Blöcken auf und gelber Schwefel verkrustet die Mündungen der Schlote. Weiter weg ist alles ruhig. Doch die Kontinente sind nicht unbeweglich. Sie driften weiter, angetrieben von den Konvektionsströmen des Erdmantels. Die Oberfläche der Kontinente ist leer, wie eine große Wüste. Keine Büsche, die vor dem Wind schützen. Kein Grün, das die schwarze Oberfläche der Asche erhält. Obwohl die Evolution der Erde die Entwicklung von Leben im Ozean ermöglicht hat, bleibt das trockene Land unfruchtbar. Pflanzen, die Flechten und unseren heutigen Moosen ähneln, beginnen sich an Land anzusiedeln.
Diese ersten Besiedler erreichen die Felsen und klammern sich an alle Unebenheiten. Dann entwickeln sie Stacheln. Da das Wasser in ihrem Gewebe noch nicht zirkuliert, lassen sie sich austrocknen, bis es regnet und sie vollständig rehydrieren. Andere Pflanzen widerstehen dem Austrocknen, indem sie eine undurchlässige Cuticula entwickeln, die den Wasserverlust durch Öffnungen verringert, die den Gasaustausch ermöglichen. Im Moment haben diese Pflanzen keine Blätter. Sie liegen oder stehen. Sie besiedeln in großer Zahl die Luft und die mineralische Umgebung und liefern den Mikroorganismen einen Rohstoff, der zur Bildung der ersten pflanzlichen Böden führt. Eine große Vielfalt von Organismen kann sich nun an diesen neuen Bedingungen versuchen. Diese Eroberung einer neuen Umwelt ist nur der Anfang einer umfassenden Kolonisierung, die das Aussehen der Erde radikal verändern wird. Aber unsere Reise endet hier für heute. Sind Sie neugierig zu erfahren, wie die Erde vor 480 Millionen Jahren aussah? Wir sehen uns im nächsten Video.